Und willkommen zu Space Engineers. Ja, ihr habt richtig gehört. Es wird wieder Space Engineers Let's Played. Jetzt sind ja natürlich einige fette, dicke Updates rausgekommen. Und wir haben ja jetzt Anfang 2016 schon ein Let's Play für Space Engineers gestartet. Das musste ich dann leider einstellen. Aus Zeitgründen und aus spieltechnischen Gründen. Ja, jetzt hat sich aber Space Engineer weiterentwickelt. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir machen wieder ein Let's Play davon. Das ist ja anfangs bei euch relativ gut angekommen. Es hat euch auch wirklich interessiert. Und ja, wir schauen mal, wo wir hier eine gute Position finden. Schauen mal, wo wir hier eine gute Position finden. Na, die Steuerung ist noch etwas komisch. Also ich könnte mir vorstellen, da hinten auf den Vorsprung, der sieht relativ gut aus, ha? Der Vorsprung sieht relativ gut aus. Ich hoffe, wir haben noch genug Energie. Ja, das sieht sehr interessant aus hier. So. Ich muss mal hier einblenden. Wieso fliegen wir jetzt immer noch vorwärts, rückwärts? Ich will vorwärts, ich will vorwärts. Wollte nämlich gerne hier unten landen. Drehen. So, jetzt wird es natürlich gleich dunkel. Aber ich denke mal, hier auf diesen Vorsprung können wir bestimmt eine richtig coole Basis bauen. Was sagen den Planetenlander? Bringen wir hier drüben irgendwie unter. Ein bisschen schwierig, das Teil hier zu landen. Er ist immer noch so unhandlich wie.
erschlossen. So, wir haben es geschafft. Wir haben gelandet. Moment, Trickheitsdämpfer an. So. Ja, planetare Lander. Hat sich jetzt hier irgendwas verändert? Also ich glaube, die Blöcke sehen ein bisschen besser aus, ha? Gut, das ist noch hier. Helm aus, gell? Genau. Wir brauchen keinen Helm hier. So, hat sich denn hier irgendwas verändert? Ja, die Tanks sehen irgendwie besser aus, kann das sein? Auch hier die Krankenstation, die sieht irgendwie anders aus als wie die frühere. Hier die Zugriffslugen sehen irgendwie anders aus. Doch ich glaube, die haben da einiges an der Grafik geändert, kann das sein? Aber richtig viel, da hat sich also in der letzten Zeit richtig viel getan, ne? So, ich hätte es mal nicht ausmachen sollen. Problem ist aber, der verbraucht ja das unnötig Energie, gell? Discard Containers hold basic tools, ammunition and enough components to build. 6x Solarpanels, 2x Batteries, einmal Flight Seed. Sehr gut. Das heißt, wir haben hier alles drinne. Ja, wir nicht. Wir wollen uns jetzt verarschen, ne? Gucken, weil der hat jetzt eigentlich gesagt, dass doch hier Solarzelle, genau, ist genug drin, sehr gut. So, hier ist der Reaktor. Ja, komm schon. Das Problem ist jetzt, das Ding verbraucht hier unnötig Energie. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Brauchen wir eigentlich gar nicht. So, uah, da ist der Weg nach unten. Ja, den Länder werden wir wie gehabt wieder zerlegen, wenn es soweit ist. Tja, jetzt müssen wir erstmal sehen, dass es wieder hell wird. Jetzt haben wir es mittlerweile immer noch dunkel. Und das Schlimme daran ist, wir haben hier Hunde. Immer noch. Wir haben hier immer noch Hunde. Wir haben ja ein Sturmgewehr. Wir haben auch 300 mal Munition. Aber wir haben ja schon ein Sturmgewehr bei uns drin, ne, gell? Heißt, ich nehme auch noch mal die Munition mit. Das Sturmgewehr haben wir jetzt noch nicht ausgerüstet, gell?
Trägheitsdämpfer. Ich muss mir jetzt erstmal die ganzen Tasten wieder ins Gedächtnis rufen, weil es ist ja doch schon eine Weile her, wo wir das letzte Mal Space Engineers gespielt haben. Aber es hat sich doch einiges getan, ne? Hat sich einiges getan. Ja, vor allen Dingen die Düsen sehen jetzt auch richtig geil aus, ha? Die haben sich ja richtig verändert und vor allen Dingen die Landefüße hier, die sehen ja jetzt richtig geil aus. Vorher waren das eigentlich nur so plumpe Metallfüße, gell? Und die Trägheitsdämpfer. Wo war denn das? Ach, hier war jetzt schon mal das, genau. Hier war das Menü. Hat sich aber alles ganz schön verändert. Hä? Richtig, richtig geil aus zuvor, ja. Errungenschaft freigeschaltet, Look and Load. Das ist auch neu. Die Errungenschaft seht ihr jetzt zwar nicht. Die kam jetzt oben links. Die kam jetzt oben links, die Errungenschaft. Das ist jetzt auch ganz neu, dass wir Errungenschaften freischalten können. Wo ist meine Gesundheit? 41%. Da war's. X war's Jetpack. Ich wusste das Jetpack nicht mehr, weil das Problem ist, wir haben nämlich unseren Länder so geparkt, dass wir natürlich so nicht aus und einsteigen können schnell. Oh. So, die geht jetzt nicht, weil die Energie aus ist. Stimmt. Ja, ich wollte da eigentlich nicht drauf schießen. So, wollen wir mal gucken. Auch das Gewehr sieht jetzt besser aus. Ha? Sieht jetzt richtig aus wie eins. Vorher sah das irgendwie aus wie... Naja, ich weiß auch nicht. Auch die Bäume haben sich ein bisschen verändert. Ha? Sehen jetzt irgendwie... auch besser aus, finde ich. Also es hat sich alles irgendwie Richtung... positiv entwickelt, wollte ich jetzt mal sagen. Tja, also ich würde sagen, wir fangen dann an, hier oben eine Basis zu bauen. Ich hätte dann gesagt, wir fliegen mit dem Lander dann noch ein Stückchen weiter hoch.
Stückchen weiter hoch, dass wir hier oben so anfangen, unsere Basis zu bauen. Das wäre so die ersten Schritte, die ich hier so gehen würde. Ja, und dann heißt es wieder farmen, was das Zeug hält. Wir müssen farmen, farmen, farmen. Wir brauchen Rohstoffe, wir brauchen Metall, wir brauchen die ganzen Komponenten hier. Ich würde sagen, wir gehen nämlich ein bisschen hier hoch. Da können wir hier oben mit Sicherheit eine richtig geile Basis hinbauen. Also ich denke, da schwirren mir eigentlich jetzt schon so viele Sachen im Kopf rum, gell? Da ist. Ja. Ich glaube, ich habe die Dings kaputt gemacht. Hier, die Raffinerie sieht jetzt auch richtig gut aus, gell? Ich glaube, ich habe jetzt hier was kaputt gemacht, ja. Aha. Ein bisschen, ein bisschen. So. Gut, wir kommen also rein, wir kommen raus. Doch, das ist der Standard leichte Panzerungsblock. Dann haben wir noch den schweren Panzerungsblock. Wir brauchen aber im Vorfeld aus den einfachen. Warum meckert er jetzt eigentlich? Wo ist eigentlich der andere? Und der andere hin? Weg. Komisch, komisch. Der ist weg, es waren noch zwei. Hab ich doch genau gesehen. Na gut. Nichtsdestotrotz, wir sind dann bei der ersten Folge am Ende angekommen. Ja, wie gesagt, hier ist jetzt unser Startpunkt. Wir bauen hier oben schön oder hier so her eine Basis. Den Länder lassen wir gleich hier in der Nähe, dass wir hier schön Strom haben. Ich bedanke mich bei euch für die erste Folge, dass ihr teilgenommen habt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in den nächsten Folgen auch wiedersehen. Zu einer zweiten Staffel Space Engineers. Alles klar, lasst es euch gut gehen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.